Jo, Mahlzeit, Freunde der gepflegten Outdoor-Unterhaltung und Angelfischerei. Ich bin der Adventure Fox und begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, ich bin hier heute wieder am Wasser. Heute steht ein bisschen Nachtangeln auf dem Plan und mein Zielfisch ist heute die Barbe. Ja, ich bin hier heute wieder am Heimgewässer unterwegs, an einem völlig neuen Spot, den ich schon das eine oder andere Mal ausprobiert habe und auch sehr viel Erfolg hatte, auch in Sachen Barben, in großen Barben gerade. Ja, die Barbe ist ein Vertreter der karpfenartigen Fische, ist ein Friedfisch, wird bis zu 90 cm groß und ja, ist ein sehr, sehr kampfstarkes Tier und ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, weswegen ich mir heute wieder eine Nacht hier um die Ohren hau. Genau, Leute, ich habe jetzt aktuell schon beide Routen drin. Kann ich euch gleich mal noch zeigen. Auch mal ein bisschen Licht. Habe hier zwei Routen drin. Einmal eine Feederroute, meine Kormoranroute und meine Barbenroute von Corum, die Corum Barbel mit der Latitude-Rolle. Und ja, die kennt ihr ja schon. Auf meinem River Tripod von, nee, Rodpod. River Rodpod Deluxe von Corum. Ah, mein Deluxe River Rodpod von Corum mit zwei elektrischen Bissanzeigern. Zelt ist natürlich auch wieder mit am Start. Und ja, futtermäßig habe ich hier eine bunte Mischung zurechtgemischt. Das ist einmal ein ganz normales Grundfutter von Timar. Heißt Barbe Käse, das heißt wirklich Barbe Käse, gemischt mit, da sieht man es, die schwarzen Punkte, mit Pellets und gecrushten Boilies und auch nochmal, ja, kleinere zerstückte Boilies, wo ich mir einen schönen Futterplatz mit anlegen kann. Hier sind die zerstückten Boilies. Ja, gefischt wird mit Futterkorb und Ziel des Ganzen ist einfach nur, dass ich die Fische durch die großen Partikel lange am Platz halte, was bis jetzt auch immer sehr gut geklappt hat. So, gefischt wird einmal mit Boilies, ja, der Firma Carbtec und der Sorte Spicy Sausage. Die kommen einmal aufs Haar in Kombination mit anderen Boilies. Ich kurz mal gucken, wo die Dose ist. Mit den hier sind, glaube ich, von Sono Baits. Die Sorte kann ich euch jetzt auch nicht sagen, weil die werden leider auch nicht mehr hergestellt. Die hat mir aber ein Kumpel mal zur Verfügung gestellt. Ja, die sind so klein. Und das Coole an denen ist, die geben den Flavor ab. Die sind geflavored und die geben über mehrere Stunden halt den Flavor ab. Und ja, haben damit auch eine super Lockwirkung. Und ich nutze quasi die Boilies in Kombination mit den geteilten Spicy Sausage. Und mit denen fange ich verdammt gut. Ja, und sorry Leute, dass ich euch auch nicht so viel von dem Spot hier zeigen werde. Es gibt halt ein kleines Problem. Der Spot ist halt ziemlich in der Öffentlichkeit und der ist sehr gut besucht von, ja, auch Nicht-Anglern. Und das Problem ist einfach, dass hier halt zum Teil auch sehr, sehr, sehr viel Müll hinterlassen wird und alles natürlich wieder auf uns Angler geschoben wird. Und ich jetzt halt einfach vermeiden möchte, dass der Spot hier ja, überrannt wird. Dass dann irgendwann gesagt wird, nee, hier die Strecke wird gesperrt für jegliche Angelaktion und darauf habe ich keinen Bock und darauf haben die Leute, die hier regelmäßig fischen, denke ich mal auch keinen Bock. Also ja, sorry, dass ich euch leider nicht so viel zeigen kann. Ich würde euch gern viel zeigen, aber ja, nee, kann ich leider nicht machen. Also habt dafür ein bisschen Verständnis. Leute, Fisch. Jo, das ist einer. Ah, scheint auch wieder ein guter zu sein.
Ja, fühlt sich wie Barbe an. Kämpft zumindest wie Barbe. Was ganz wichtig ist bei Barben, dass man da viel, also ja, mäßig Bremse freigibt. Gerade zum Schluss fangen Barben nochmal richtig an zu kämpfen. Barben sind sehr kämpferische Fische. Die sind verdammt kampfstark, wie man das hier gerade so ein bisschen mitbekommt. Jo, ist eine Barbe. Auch ein kleineres Exemplar. So, Kescher. So Leute, das ist jetzt so die Montage, die ich hier fische. Einmal ein 120 Gramm Futterkorb mit einem Carmobolt Run Kit, so ein bisschen laufend, und dann ein etwa 70 cm langes Vorfach mit meiner Haarmontage und den Boilies, ja, die ich euch vorhin erklärt habe. Genau, das ist meine Montage. Ich überprüfe die auch gleich mal noch. Weil die fische ich jetzt nämlich schon sehr lange. Ja gut, es geht noch. Das Problem ist, wenn die Barbe sich den Köder wegschnappt, dann versucht die, den Haken durch Schuffeln am Bodengrund loszuwerden. Und da die Barbe bevorzugt in sandigen, kiesigen Bereichen lebt, muss man da halt gucken, dass man erstens starke Ausrüstung nimmt. Also ich habe eine 0,35er Hauptschnur mit einem 0,30er Vorfach. Und man sollte seine Montage auch regelmäßig überprüfen. Also sobald es irgendwie rau wird, sobald man merkt, hey, es fühlt sich komisch an, dann sollte man auch eine neue Montage binden. Es nützt uns nichts, wenn der Fisch mit Haken im Maul hier im Wasser rumschwimmt. Das muss ja nicht sein. So, und dann bringen wir die Montage auch wieder zurück ins Wasser. Genau, da wo ich sie hinhaben wollte. Einmal ins Rottpott legen, Probe machen, Freilauf, Freilauf, so, jetzt haut alles hin, können wir auch doch noch ein bisschen was rausnehmen, so, gut, dann heißt es jetzt wieder warten. Ah. So Leute, der nächste Run, bam, oh. Ist das wieder einer Bock. Extra Barbe. Das ist die nächste Barbe. Das merke ich schon am Drill. Da holen sie auch mal ein bisschen hierher. Das scheint diesmal vom Gefühl her ein bisschen was Größeres zu sein, weil die ist richtig harte. Ja, oh, die hat Kraft. Die hat ordentlich Bums, die Barbe. Da kommt sie, da ist er.
Die hat richtig Power, die Barbe, mein Gott. Und kommt rein hier. Und eingelocht. So. Oh, die Barbe hat Bock, Leute. So, die Barbe ist einmal 59 cm, würde ich sagen. Ein wunderschönes Prachtexemplar. Und hier, Leute, sieht man auch barbentypisch die Barteln. Davon hat sie jeweils vier, die Barbe. Und die Flossen finde ich ja auch wunderschön. Ja, genau die richtigen Flossen für starke Strömungen. Ja, schön. Ja, aerodynamisch geformt, stromlinienförmig, dass die wunderbar, ja, Strömungen trotzen können, die kleinen. Gut, der wird verarbeitet und dann geht's weiter. So, Leute, ich habe gerade mit dem Kumpel telefoniert und schaut mal, was ich währenddessen an Land gezogen habe. Die nächste Barbe, 58 cm. Ah, ist das nicht ein schönes Tier? Herrlich. So, Leute, die Barbe ist versorgt. Und die Rute muss jetzt wieder ins Wasser. Der Fisch muss heute laufen. Ja, ist es was? Ist es was? Es ist was. Und es ist was Gutes. Oh, nee. Nö, nee, nee. Scheiße, Alter. Keine Faxen hier. Oh, Leute, Doppelbiss. Doppelbiss, Kacke. Den haben wir angehauen, den ersten. Den ersten holen wir mal hier schon ein. Den landen wir erstmal. Dann kümmern wir uns um den zweiten Kollegen. Ja, da tut sich nichts mehr. Also es kann auch sein, dass der tatsächlich nur in die andere Montage reingeschwommen ist. Der Fisch. Oh, das ist eine kleine Barbe. Aber wir kümmern uns erstmal um die. Oh, das ist eine klitzekleine. Das sehe ich doch. Die ist doch untermaßig. Und dann kümmern wir uns um den anderen Fisch. Und eingelocht. Jetzt holen wir uns Fisch Nummer 2. Mein Gott, das habe ich auch noch nicht erlebt. Zwei Fische mit einem Mal, geil. Kraut weg. Und da ist der Barber.
Oh, nein, Döbel ist das. Ein Barbe und ein Döbel. Cool. So, Leute, nun zum Döbel. So, komm mal her, ihr Großer. Das Gras ein bisschen von dir runterwischen. Der Enddöbel. Habe ich lange nicht mehr gefangen, die Größe. Ja, so Leute. Das wäre jetzt erstmal das Ende von meiner Angelsession. Wir haben es jetzt 1.30 Uhr. Ja, ich würde am liebsten noch ein bisschen länger machen, aber ich habe später noch einen sehr wichtigen Termin, wo ich ausgeschlafen sein muss. Und daher kann ich heute leider nicht so lange machen. Aber ich muss sagen, wir haben heute sehr viel Fisch gefangen. Sehr, sehr, sehr gute Barben. Und der Döbel war mein absolutes Highlight in dieser Angelsession. Okay Leute, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video. Wenn ihr Fragen zum Barbenangeln habt, dann schreibt diese in die Kommentare. Ansonsten lasst noch ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also haut rein!